Sehr verehrte Freunde der gepflegten Panzerunterhaltung, schön, dass ihr heute wieder dabei seid mit einem Replay und dem Oho auf der Karte Siegfriedlinie. Der Kreilo hat mir das Ganze geschickt, vielen Dank an dieser Stelle. Und die Brüllmücke, sehr geiler Name übrigens, spielt mit ihnen im Zug mit dem Canavon. Bin da sehr gespannt, der Kreilo hat mir da seines Zeichens geschrieben, das war die beste Runde seiner gesamten WoT-Karriere. Und das muss man natürlich anschauen und auch gesehen haben. Da bin ich sehr gespannt. Der Kreilo ist ja auch ein Streamer. Netter Kerl. Kann man auch gut und gerne mal anschauen, wenn man ein bisschen Zeit hat. Also kann ich euch da nur empfehlen. Und jetzt hier im Modus Verteidigung, beziehungsweise aus seiner Sicht Angriff, fährt er natürlich in die Stadt, weil mit dem Heavy da braucht man nicht irgendwie versuchen, außen rumzufahren, sondern mitten rein volle Lotte, was so geht. Bleibt hier auch mit seinem Partner natürlich zusammen. Wäre auch Quatsch, sich da jetzt zu trennen. So, der Löwe. Nein, der ist noch nicht zu erreichen. Er tastet sich hier langsam nach vorne. Da drüben AT-15A. Was jetzt schön ist, dass jetzt scheinbar in den Replays auch endlich wieder die Funktion vorhanden ist, dass endlich auch wieder die Silhouetten gut gezeigt werden. Der AT-15A sieht man da hinten noch volle Hitpoints. Also da hat er gerade nicht getroffen. Da haben wir nichts verpasst. Der WZ, ah, der ist natürlich schwer zu treffen, der AT-15. Ja, aber da sieht man halt, das sind Schüsse, die brauchen halt eine Zeit, bis sie ankommen. Sein Canavon, der ist schon recht low im Verhältnis. Also der wurde schon gut beschossen. Muss hier wirklich da aufpassen. Und jetzt hier der AMX-50-100. Und jetzt will er hier seinen Kumpel ein bisschen unterstützen. Fahrt hier vor, dass er da das Ziel im Zweifel abgibt. Der E8 da hinten nicht zu beschießen. Der Löwe allerdings, der da seitlich von ihm steht, den wir da beschießen können. Die Frage ist natürlich nur... Oh, der guckt nicht hin. Ja, hinten ins Heck. Komm, 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 komm. Jo. Ah, nicht so wie gewollt. Beziehungsweise gewollt schon. Aber hier übrigens Schaden 700. Ja, und 910 mit 75 Durchschlag. Ja, ich muss das ganz kurz selber kurz ordnen in meinem Kopf. Kennt ihr das, wenn ihr so teilweise Sachen habt und dann denkt ihr so, okay, wie war das jetzt? Ja, in der Zeit, wo ich noch gedacht hatte, wurde die Brüllmücke rausgenommen. Das Schöne halt an der HE-Munition, die er hier benutzt, man kann halt einfach überall hinschießen, ist kein Problem. So, jetzt ist die Kette von ihm endgültig im Arsch, aber er schießt dem Jagdgewehr einfach weiter auf seinen Turm. Das kann man halt mit dem Panzer perfekt machen. Oh, von hinten Scorpion G. Ist sogar von ihm einer, also das war knapp. Der hätte 490 Hitpoints gekostet. Ist übrigens eine schöne Anzeige, gefällt mir sehr, sehr gut. Wie gesagt, leider im Replay das Hitlock nicht zu sehen. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Aber man sieht ja trotzdem zumindest mal, was er bekommen hat. Und am Ende der Runde sieht man ja, was er an Schaden gemacht hat. Also, das ist schon so in Ordnung. Jetzt ist auf jeden Fall der Jagdtiger gleich weg. Yep. IS-3 hat sie ihm da besorgt. Und jetzt den AMX-50-100. Aber da muss er aufpassen, das Team liegt schon mit 8:12 hinten. Und hier außen waren die sehr massiv vertreten eben. Also da darf er jetzt nicht zu stürmisch unterwegs sein. Yo! Dicker Hit! So macht man einen T-34-85 einfach mal weg. Und
T-34-85 schießt da ein weiterer auf ihn, aber jetzt geht er erstmal auf den AT-15A. Aber der Hit war sehr überschaubar. Und jetzt blinkt es hier nur noch. Aber man sieht halt, der Oho hat eine gute Panzerung. Okay, das wäre... Ja, 888. Der AT-15A schießt ins HE. Also das wird ihn nicht lange stören. Okay, komm, ramm ihn einfach. Ja, das war sehr doof vom WZ. Er ist jetzt alleine gegen die restlichen. Hat hinter sich da den Scorpion G gesehen. Auf den guckt er jetzt zuerst. Der AT-15A, der verzweifelt schon halt. Der weiß gar nicht mehr, was er da machen soll. Hat er schön gesehen, dass der Scorpion da kommen kann. Und man sieht oben die Abpraller. Und in dem Fall kann er sich Zeit lassen. Jetzt fährt er drauf. Und jetzt der T-34-85 hinter ihm. Aber jetzt kann er eigentlich erst noch den AT-15A in aller Ruhe wegmachen. Und danach widmet er sich dann einfach hier seinem sehr Schmeißfliege dahinter ihm. Wobei ich echt nicht weiß, was der T-34-85 da macht, statt dass er ihn einfach von hinten attackiert. Nein, der lässt den AT da draußen elendigst verrecken. So, und jetzt heißt es Cap. Und das halte ich auch für sinnvoll, weil jetzt hier dem anderen da nachzufahren, ist einfach nicht wirklich zielführend. Noch hat er genug Zeit zu cappen, das heißt einfach cappen und im Zweifel kommt der andere dann schon. Und ich glaube auch, dass er das machen wird. Schauen wir mal, ob ich da recht behalte. Auf jeden Fall fährt er mal Richtung Cap. Also wenn das der Panzer Top-Tier ist, dann ist es wirklich ein starkes Gerät. Und natürlich hilft es sehr, wenn wie hier keine Art hier am Start ist. Weil sonst ist der einfach sehr, sehr leicht zu treffen. Und man sieht, 1 Minute 30 braucht er für den Cap. 2 Minuten 30 hat er noch. Im Umkehrschluss heißt es aber auch nichts anderes. Wenn er einmal decapped würde, kurz bevor er fertig ist, schafft das nicht mehr. Das heißt, dann müsste er wirklich den T-34-85 rausnehmen. Und jetzt, wie gesagt, die Frage, wann kommt der Kleine? Oder hat er schon die Flinte ins Korn geschmissen und denkt sich, nee, die Runde will ich nicht mehr sterben, der soll durchcappen, was natürlich relativ doof wäre. Also wir haben gesehen, 1,30. Das heißt, wenn er in jetzt knapp 20 Sekunden nicht mehr kommt, um zu decappen, dann braucht er nur einen einzigen Treffer dann im Anschluss, um die Runde zu gewinnen, falls er nicht sterben würde. Viele Wenns und Abers. Da, jetzt kommt er. Prallt hier ab. Dann stellt er sich direkt frontal hin. Natürlich hat der 6er hier gegen den 8er Penetrationsprobleme. Jetzt hat er nachgeladen, hat hier alle Zeit der Welt hier zu aimen, bis der wieder rumkommt. Ich würde sogar wahrscheinlich ein bisschen weiter vorfahren, um es dem schwieriger zu machen. Aber jetzt hat er gleich durchgekappt. Jetzt ist die Frage, was macht der andere? 4 Sekunden noch. 2 Sekunden, 1 Sekunde. Jetzt ist das Thema durch. Und und der T-34-85 stirbt trotzdem noch. Ja, das war natürlich selten dämlich. Aber wir haben hier sensationelle Hits gesehen. Super cooler, interessanter Panzer, wenn man ihn denn ausspielen kann. 5.372 Schaden, 4.220 geblockt, 100 Base Capture-Punkte und 1.700 Basis-XP. Krylo, gut gemacht, schöner Panzer. Ich will ihn auch irgendwann haben. Bis zum nächsten Mal, euer Karamba.